Ja, wir warten gerade auf Nahrung. Ich speichere zwischendurch mal. Sicher ist sicher. Also ich denke mal, bevor ich auf 50 Bevölkerung bin, brauche ich gar nicht erst den Angriff gegen die beiden Lager versuchen. Kann jetzt aber schon mal wenigstens ein Titano. Gott sei Dank gibt es hier so viel Aria. Dann werde ich nämlich einen Mix aus Brandern und Veteranen und Havocs und Nekromanten machen. Wobei wahrscheinlich weniger Havocs, mehr Nekromanten. Und so weiter. Oh, ich glaube, es gibt jetzt langsam wieder Nahrung. Was wollt ihr? Nur macht uns stärker, Meister. Das heißt, ich kann jetzt auch meine Titanen rufen. Also meinen zweiten Titanen. Ja, die Titanen sind größer. Auf jeden Fall. Haben wir ja gemerkt in der letzten Map, als ich aus Versehen als ich aus Versehen den normalen Zyklopen gerufen habe. Nur macht uns stärker, Meister. Und unser Titan ist da. Sehr schön. Ich liebe. Noch haben wir überall Ruhe. Wir haben jetzt auch wieder sehr viel mehr Lenia. Können wir also bald auch mal die Ork-Belagerungseinheit, die wir eigentlich noch nie benutzt haben, rufen. Oder ich mache wirklich von beidem jeweils eine, also eine von den Orks und eine von den Dunkelelfen, dass wir beide mal wenigstens sehen. Das sind die einzigen beiden, glaube ich, die wir noch nie gesehen haben.
glaube, das habe ich bei den Elfen und Menschen auch so gemacht auf dieser Map, dass ich von jedem eine hatte. Na, dann machen wir das einfach mal. So als Überlegung. Wo sind meine Steinhauer? Die haben gerade... Meister? Eher nicht viel. Was verlange ich doch? Dass wir auch mal das Gebäude errichtet haben. Ja, Einheitenlimit erreicht. Noah macht uns stärker, Meister. So, wir haben auch jetzt das letzte Upgrade. Ja. So. Vielleicht können wir dann unser nächstes Bevölkerungsupdate holen. Meister, das Gebäude ist fertig. Was verlangt ich noch? So, Bevölkerungsupdate. Das heißt, hier einen. Und hier einen und das finde ich interessant. Ich habe hier Blut. Kann immer nur ein Grade ausbilden. Verbesserung ist fertiggestellt. Noah macht uns stark. Zu den Wachhaupt. Lass die uns Schlacht kämpfen. Ist nahe. Also so sehen die beiden Jungs aus. Der eine sieht aus wie ein Alien. Der andere hat Hörnchen. Wir sind der Tod. Lassen wir sie nicht warten. So, und jetzt kann ich auch endlich wieder mehrere Brände auf einmal ausbilden. Das finde ich aber auch interessant. Warum? Was liegt an? Ich weiß, warum meine Brander keine Lebenspunkte regenerieren. Ah. Was wollt ihr? Wohin? Gott, bin ich schlau. Ist was denn also? Was jetzt? Ich brauche natürlich auch noch ein Nahrungslager. Ist was denn also? Lasst uns lieber Krieg führen. Woher? Gut. Arbeit, immer nur Arbeit. Gott, haben die mich jetzt gerade erschreckt. Das sah nämlich so aus, als ob hier Truppen langkommen würden. Was jetzt? Ich bin müde. Ja, schon gut. Das Gebäude ist einsatzbereit. So, eine neue Holzfällerhütte mal hier hin machen.
Was jetzt? Ich bin müde. Ja. Gut. So. Sonst alles in Ordnung. Was kosten die eigentlich? Eisen und Lenia? Ach, der kostet Eisen. Kennen wir uns selber. Das ist praktisch. Gut. Was liegt an? Mein Irrfit ist da oben in Sicherheit, das ist gut. Zu den Waffen! Ja, wir warten halt gerade wirklich nur auf die Nahrung. Was aber sowieso jetzt auch noch ein bisschen dauern kann. Okay, es gibt noch ein paar Pilze zum Abgrasen, aber das war's dann auch. Das Gute ist, auf der Map haben wir es schön ruhig. Also so viel wie auf der letzten Map los war, so wenig ist hier auf dieser Map los. Ja, es ist halt wirklich immer das Warten auf die Nahrung, was so das Problem macht.